Hallo Darmstadt, geht's euch gut? Komm, ich höre gar nichts hier. Nee, es ist schön hier zu sein. Danke, dass wir hier sein können. Fühlt sich richtig toll an unter Gleichgesinnten. Danke dafür. Danke, dass es den GMM gibt. Erinnert euch auch an damals bei der Bundestagswahl? Ging es euch bestimmt wie mir? Habt ihr gedacht, cool, eine liberale Partei in der Regierung? Eine grüne Partei auch, die ja Kräutern nicht abgeneigt sind. Und dann kam auch der Koalitionsvertrag und da steht drin, kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken, arbeiten wir dran, kommt. Wir warten immer noch, das ist natürlich ein bisschen betrüblich. Aber wir sind da ja alle guter Hoffnung und drücken den Parteien die Daumen. Was dann für mich zumindest weniger toll war, als ich dann gelesen habe, dass im Verkehrsbereich eine gesetzliche Anpassung der Rechtslage, dass die Rechtslage am Straßenverkehr nicht mehr angepasst wird. Wo ich mir gedacht habe, naja, haben dann die Parteien wirklich verstanden, worum es eigentlich geht bei der Legalisierung von Cannabis? Also, was ist hier das Problem? Wenn ich alkoholisiert Auto fahre bis 0,5 Promille, oder ab 0,5 Promille bin ich fahruntüchtig, dann darf ich nicht mehr fahren. Aber gleichzeitig habe ich einen Grenzwert für meinen HTC im Blut, der gar nicht mehr daran gekoppelt ist, ob ich fahrtüchtig bin oder nicht. Also es besteht gar nicht unbedingt eine Fahruntüchtigkeit, weil Cannabis einfach viel langsamer abgebaut wird. Aber gleichzeitig wird hier das Gesetz gar nicht angepasst. Und dann denke ich mir, das kann einfach nicht sein. Das sollte wirklich noch sich ändern. Und aktuell sieht es nicht danach aus, als ob die FDP hier Bemühungen angeht. Als Politiker denke ich dann, ich freue mich, wenn Politiker den Gruppen zuhören, die sich Dinge wünschen, eben Leuten wie uns, die einfach eine Legalisierung von Cannabis planen und einfach für die Gesellschaft sich erreichen wollen. Aber sie müssen es auch fühlen. Und wenn sie das nicht fühlen, dann bedeutet es, dass sie das tun, was sie eben von Leuten wie uns hier hören. Das bedeutet für uns, wir müssen laut werden, wir müssen sagen, was wir wollen, wir müssen deutlich machen, wir brauchen die Anpassung des HTC-Grenzwerts. Sonst funktioniert das nicht, sonst wird es kein rundes Paket. Und deswegen freue ich mich, dass so viele hier sind, dass wir gemeinsam dafür kämpfen, der Politik zu sagen, was wir eigentlich wollen, was wir erreichen wollen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das auch noch schaffen, dass wir das mit ins Paket bekommen und das Recht am liebsten noch vor der Säule 2. Als politische Partei muss man sich natürlich auch dem Thema Sucht stellen und der Frage von, oder ja, das Thema Suchtpolitik bearbeiten. Und Roman hat das vorher schon genau richtig gesagt. Uns hilft hier keine Kriminalisierung, denn was sind die Gründe, warum die Menschen in die Sucht kommen? Das sind Armut, Stigmatisierung, Probleme mit den Eltern, Traumata, gesundheitliche Probleme, die nachher zu einer Abhängigkeit führen. Das heißt, wir brauchen Therapieangebote, wir brauchen auch eine soziale Unterstützung dabei. Was wir nicht brauchen, ist eine Kriminalisierung. Wir brauchen eine medizinische Antwort und keine strafrechtliche Verfolgung, um Menschen zu helfen. Und die Nachricht, die muss von uns kommen, das müssen wir so rüberbringen, denn es gibt leider viele, viele Kräfte, die glauben, dass eben Kriminalisierung die Lösung für alles wäre, dass irgendwo damit irgendwelche zwischenmenschlichen medizinischen Probleme lösen würde, und das ist ganz klar nicht so. Wir setzen uns dann nicht nur dafür ein, dass es Therapieangebote gibt statt Kriminalisierung, sondern uns ist auch ein Jugend- und Verbraucherschutz wichtig. Denn eines der größten Probleme ist natürlich nach wie vor, dass wir Streckmittel haben, dass wir Schimmel im Stoff haben. Wir setzen uns dafür ein, dass es ein Drug-Checking gibt und Harm Reduction. Das ist uns als Piraten wichtig und dafür kämpfen wir und dafür wollen wir alles tun. Sei es, indem wir hier sind, sei es, indem wir Menschen aufklären, sei es, indem wir uns darum bemühen, in Parlamente zu kommen und eben Gesetze mitzugestalten. Jetzt willst du auch noch was sagen. Wir setzen uns für einen Verbraucherschutz ein, damit man das, was man konsumiert, auch unbedenklich ist. Der aktuelle Entwurf zu den Social Clubs ist reine Theorie. 3 weiblich blühende Pflanzen ist leider nur Theorie. Wir setzen uns dafür ein, dass mehr wie 3 Pflanzen möglich sind und dass hochqualitative Cannabisprodukte für jeden in Eigenanbau machbar sind. Eine Entkriminalisierung hat ja nicht nur Vorteile für die Konsumenten, sondern auch für die Städte oder die Polizei. Weil die meisten Strafanzeigen werden durch Konsumenten produziert. Wenn diese wegfallen, wäre das für die Großstädten und für die Polizei eine erhebliche Erleichterung.
200.000 Strafanzeigen wegen Cannabis haben wir hier. Tausende von Führerscheinen werden zu Unrecht entzogen und MPUs durchgeführt. Betroffene Konsumenten werden diskriminiert, verfolgt und eventuell auch beruflich die Zukunftsperspektive zerstört. Dafür setzen wir uns ein, dass das alles legal wird. Danke dir. Ich bin der Meinung, dass ein Leben ohne Drogen vielleicht gar nicht wirklich erstrebenswert ist. Ich will meinen Kaffee, ich will meinen Tee, ich will meinen Zucker, ich will meinen Alkohol und ich will auch mein Cannabis. Das macht das Leben lebenswert. Und was aber wichtig ist, und ich glaube, das haben wir häufig gehört und das ist auch, wofür wir als Piraten stehen. Uns ist wichtig, Prävention, um eben Süchte zu vermeiden, Bildung und Mündigkeit. Wir brauchen doch den aufgeklärten Verwender und dafür müssen wir ihn in die Lage versetzen, zu wissen, was er tut. Indem wir Bildung zur Verfügung stellen, indem wir Räume zur Verfügung stellen, wo man einfach eine gute Zeit haben kann und keine Angst haben muss. In dem Sinn wollen wir es gar nicht lang machen. Das ist Jürgen Sampel, der Direktkandidat aus Darmstadt für die Landtagswahl. Ich bin Sebastian Alscher, Landesvorsitzender. Ich gewinne die Landtagswahl deswegen, weil unser Ziel ist, in Parlamente zu kommen und eben Gesetze zu verändern, damit wir ein tolles Leben haben, eine gute Gesellschaft. Aber am allerwichtigsten ist natürlich, lasst uns hier viel Spaß haben, lasst uns eine gute Zeit haben unter Gleichgesinnten und ich wünsche euch einen schönen sonnigen Nachmittag.